Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Im heutigen Video will ich mal an das Video von 2 Tagen anknüpfen und auch an eure Kommentare anknüpfen. Und es geht heute um das Thema MGTOW, Men Going Their Own Way, Männer, die ihren eigenen Weg gehen. Ich kläre das gleich definitionsmäßig. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben, dass ihr das Thema interessiert. Ich habe ein paar Diskussionen in den Kommentaren gesehen und auch einen Kommentar von einem von euch, der sehr viel Likes bekommen hat zu diesem Thema, den ich auch gleich kurz vorlesen möchte, um mit dem so durchzustarten. Bevor wir jetzt auf das Thema eingehen und ich hier meine Meinung dazu sage, oder mein Umgang mit diesem Thema, definieren wir es erstmal kurz. MGTOW, Men Going Their Own Way. Es gibt verschiedene, ich sag mal, Ausprägungsformen davon. Natürlich kann jeder seine eigene Definition finden. Jeder kann sein eigenes MGTOW-Leben so gestalten, wie er das will. Aber generell bedeutet MGTOW einfach, dass du als Mann, sage ich mal, den Entschluss gefasst hast, du lebst dein Leben hauptsächlich ohne Frauen. Da gibt es wirklich verschiedene Abstufungen von Männern, die, keine Ahnung, nur noch mit Frauen schlafen und nicht mehr in eine Beziehung gehen, aber auch Männer, die zum Beispiel generell gar nichts mehr mit Frauen zu tun haben, vielleicht nur noch als Freunde oder vielleicht nicht mal das. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Abstufungen. Es ist einfach die Philosophie, okay, Frauen, da kann sowieso nichts Gutes bei rumkommen, Frauen wollen dich sowieso zum Beispiel nur für dein Geld oder nutzen dich aus wegen deinem Status und wechseln dann schnell die Beziehung, wenn sie jemanden finden, der zum Beispiel einen höheren Status hat. Also das Ganze beruht auf einem relativ negativen Bild von Frauen. Das sei mal dahingestellt, ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber negativ ist es ja. Und die Schlussfolgerung, die MGTOWer daraus ziehen, das ist einfach, okay, wir haben lieber nichts mit Frauen zu tun. Das kommt auch viel aus den USA, wo anscheinend, ich bin da nicht so gut informiert, wo anscheinend auch Trennungsgesetze schlechter sind als hier in Deutschland, wo teilweise die Männer dann ja ihre Kinder nicht sehen dürfen oder ganz viel Unterhalt zahlen müssen, ohne irgendwie ihre Kinder sehen zu dürfen oder der Frau ganz viel Geld zahlen müssen. Keine Ahnung. Von dieser rechtlichen Seite aus kenne ich mich nicht so aus. Ich glaube, das ist hier in Deutschland etwas anders. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das weiß ich nicht. Das ist aber auch nicht der Punkt, auf den wir eingehen wollen. Es geht also allgemein darum, dass das Zusammenleben mit Frauen generell nur Probleme macht und man deswegen seinen eigenen Weg gehen sollte als Mann ohne Frauen. Und darauf möchte ich heute eingehen. Und im Zuge des darauf eingehts, lese ich kurz einen Kommentar vor, mit dem wir ins Video durchstarten, der jetzt unter einem der letzten Videos war. Da schreibt der Mann, ich kann nur sagen, MGTOW, solche Frauen wollen nur Teil eines guten und erfolgreichen Lebens sein, sie wollen sich an den Mann hochziehen, selbst nichts beitragen und kaum wird das Leben vom Mann durch irgendwas gebremst und bergab geht, dann sind die Frauen weg. Wenn man erfolgreich im Leben ist, kann man sein Leben auch alleine genießen, schreibt dieser Mann. Er bezieht sich also auf mein letztes Video, in dem ich gesagt habe, gestalte dir ein schönes Leben, denn die Belohnung für ein gutes Leben ist dann eine Frau. Na, ich habe diesen Satz gesagt, die Aussage war, gestalte dir ein geiles Leben, dann läuft es auch automatisch besser mit Frauen. So, und jetzt hier die Aussage, okay, wenn du dir ein gutes Leben gestaltest und die Frau kommt dann deswegen zu dir, dann geht sie wieder, sobald du irgendwie Probleme hast, sodass mal bergab geht. Und dazu kann ich nur sagen, ja, es gibt diese Frauen. Also ganz klar, ich möchte dir ganz klar sagen, es gibt diese Frauen, von denen auch MGTOW warnt. Es gibt die Frauen, die nur auf dein Geld aus sind. Es gibt die Frauen, die nur auf deinen Erfolg aus sind und die dich verlassen, sobald das wieder weg ist. Das gibt es. Ja, das ist schade, das ist traurig, das gibt es. Es gibt aber auch andersrum Männer, die Frauen nur in eine Beziehung holen wollen, weil sie geil aussehen und weil sie dann sozusagen eine Trophäe haben. Das gibt es auch. Also es gibt das auf beiden Seiten, um da erstmal anzufangen. So. Und wenn man jetzt diesen MGTOW-Weg gehen möchte, dann geht man davon aus, dass absolut alle Frauen so sind. Und ich glaube, hier fängt das Problem an. Es ist halt problematisch, meiner Meinung nach, das so zu verallgemeinern. Zu sagen, alle Frauen würden so handeln. Alle Frauen werden gehen, sobald es in deinem Leben nicht ordentlich läuft. Ja, also, angenommen, du hast ein sehr erfolgreiches Leben, die Frau findet das toll. Ich meine, wer wird das nicht toll finden? Du würdest es auch toll finden, wenn die Frau, die du datest, einfach ein cooles Leben hat, das sie gerne lebt oder nicht. Also es ist ja ganz normal, das ist ja nichts Außergewöhnliches. Ja, jeder hat doch gerne Leute um sich, die ihr Leben gerne leben und ihr Leben auch erfolgreich leben. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die Sache, die man jemandem ankreiden muss. Auf jeden Fall, die Idee ist halt, du hast ein geiles Leben, die Frau kommt zu dir, dann gibt es Probleme und sie haut ab. Und wie gesagt, solche Frauen gibt es, aber ich glaube, der Punkt ist, man sollte das nicht verallgemeinern. Man kann es verallgemeinern, aber dann kommt man logischerweise zu dieser Schlussfolgerung, dass man besser im MGTOW lebt oder dass Frauen zu nichts zu gebrauchen sind. Aber es ist immer schwierig, wenn du Dinge verallgemeinerst. Jedes Mal, wenn jemand dir sagt, das ist immer so oder Sachen auf alle Leute bezieht, dann musst du vorsichtig sein. Du kannst nicht verallgemeinern. Ich weiß nicht, was dieser Mann jetzt in den Kommentaren für Erfahrungen gemacht hat. Das ist auch an der Stelle nicht wichtig. Und ich kann auch verstehen, dass wenn man schlechte Erfahrungen mit Frauen macht, dass man dann zu so einer Meinung kommt. Aber nehmen wir mal an, ich treffe jetzt 3 Frauen und habe 3-mal so eine Erfahrung. Und dann höre ich vielleicht noch von 2 Kumpels, die auch so eine Erfahrung hatten. So, also ich selber hatte so eine Erfahrung noch nicht. So, nehmen wir mal an, das ist der Fall.
dann ist es natürlich verständlich, dass man abgefuckt ist und dass man sich daraus vielleicht einen Glaubenssatz bildet, wie alle Frauen sind so. Aber nicht alle Frauen sind so, sondern fünf sind dann so. Also du als Mann, und das, ich finde das immer wieder schwierig, ich finde das unglaublich schwierig, auch wenn ich mit Leuten diskutiere, alle Männer oder alle Leute, mit denen ich diskutiere, haben immer das Gefühl, sie könnten das ist immer wahr Aussagen machen, im Sinne von, nein, das ist so, nicht das ist meine Meinung, sondern das ist die allgemeine Wahrheit. Und schade um jeden Mann, der eine blöde Erfahrung mit Frauen in diese Richtung machen musste. Schade um jede Frau, die eine blöde Erfahrung mit Männern in diese Richtung machen musste. Das bringt uns nur weiter auseinander und verhindert, dass wir all die geilen Erfahrungen miteinander haben, die wir haben können. Schade drum, wirklich. Aber bitte, bitte glaubt nicht, dass eure Erfahrungen die absolute Wahrheit sind. Denn das sind sie nicht. Das sind einfach nur eure Erfahrungen. Jemand anders kann ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Es ist auch immer die Frage, wie bewertet man Dinge im Nachhinein? Natürlich, wenn ich jetzt ein paar MGTOW-Bücher lese oder Bücher in diese Richtung, die sagen, pass auf vor den Frauen, so und so sind ihre Strategien, das machen sie Böses. Wenn man jetzt ein paar Bücher in diese Richtung liest, und dann kann man sich natürlich auch hinsetzen und überlegen, hey, wie war das denn in meinen vergangenen Beziehungen? Ah, stimmt, da könnte es so gewesen sein. Und das könnte auch dazu passen. Und das passt ja auch irgendwie, wenn ich so und so drehe. Also du kannst dir auch alles so drehen, wie du es möchtest. Du kannst die Wahrheit, die du finden möchtest, kannst du in den Informationen rausfinden, die du von Frauen hast oder die du in Verbindung mit Frauen bringst. Ich kann auch irgendwas anderes lesen und kann es dann aus einer ganz anderen Sichtweise betrachten. Zum Beispiel, wenn ich denke, ich gebe dir ein Beispiel von mir, einen Glaubenssatz von mir. Ein Glaubenssatz von mir, und der ist nicht absolute Wahrheit, das ist einfach nur mein Glaubenssatz, ist, nach einer Trennung wird es mir danach besser gehen als jemals zuvor. Danach geht es für mich immer richtig bergauf. So. Das ist mein Glaubenssatz. Bisher war das auch immer so. Aber ich könnte auch denken, nach einer Trennung ging es echt bergab und ich könnte auch dafür Beweise finden, wenn ich es unbedingt wollte. Das ist aber nicht mein Glaubenssatz, sondern mein Glaubenssatz ist, es geht bergauf. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass das so ist. Das ist aber nicht die Wahrheit, das ist meine Wahrheit. Das ist der allererste Punkt. Das heißt, okay, du hast vielleicht schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Jeder hat sicherlich schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Frauen haben schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Aber ich finde, die Lösung ist es nicht zu sagen, alles ist schlecht, alle Frauen sind so und man sollte sich auf keinen Fall mehr den Frauen nähern. Das halte ich für eine schlechte Entscheidung. Du würdest ja auch nicht sagen, boah, ich hatte mal richtig Pech an einem Arbeitsplatz, mein Chef war ein richtiger Arsch, alle Chefs sind Arschlöcher, ich arbeite nicht mehr. Das ist nicht der genaue Vergleich, das ist mir schon klar, aber so eine Schlussfolgerung würdest du ja nicht ziehen. Ich bin ein großer Fan davon, das habe ich schon mal in einem Video gesagt, wenn Männer mal ihren eigenen Weg gehen. Wenn Männer mal eine Zeit lang nichts mit Frauen zu tun haben, halte ich das für sehr sinnvoll. Denn viele Männer kommen zum Beispiel aus ihrem Elternhaus, besorgen sich dann die nächste Freundin, damit sie eine Mama haben, die sich wieder um alles kümmert. So wie ihre Mama davor. Das gibt es viel. Und ich bin ein großer Fan davon, wenn Männer mal mehrere Jahre wirklich sich um ihr eigenes Leben kümmern. Wie das auch MGTOW sagt. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Mann komplett alleine leben muss. Und ich sage, ich glaube nicht. Kann sein, dass andere Männer extrem andere Erfahrungen gemacht haben als ich. Aber die Männer, die ich kennengelernt habe, auch in meinen Coachings, ich selber, meine Freunde, ich sehe keinen Grund dafür, warum irgendein Mann da aufgeben müsste. Das ist ja, du nimmst einen ganz großen Teil von Erfahrungsmöglichkeiten in deinem Leben und du schmeißt ihn einfach komplett raus. Im Sinne von, okay, mit Frauen, da wird gar nichts mehr laufen. Heißt ja auch, du kannst keine Familie haben, keine Kinder haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will unbedingt Kinder haben. Ich habe da richtig Bock drauf später. Also, safe. Und deswegen denke ich, alle Sachen, die in so eine Alle-sind-so-Richtung gehen, es ist immer so. Und alle Sachen, die einen kompletten Erfahrungsbereich komplett rausschließen, wie es in MGTOW der Fall ist, davon muss man vorsichtig sein und so würde ich mein Leben nicht leben wollen. Ja, klar ist das gefährlich. Klar kann auch was passieren. Klar kannst du auf die Fresse fliegen mit Frauen. Aber du kannst auch auf die Fresse fliegen im Leben. Du kannst immer und bei allem auf die Fresse fliegen. Was soll denn die Lösung sein, dass du gar nichts mehr machst? Dass du immer nur schaust, was sind die sicheren Dinge, die ich machen kann? Dann funktioniert MGTOW ja auch nicht. Weißt du, wenn du dir ein geiles Leben bauen willst und nehmen wir an, du willst selbstständig werden, oh, da könnte aber viel Scheiße passieren. Ja, das ist gefährlich. Und vielleicht ziehen dich auch Leute ab. Und was willst du jetzt machen? Machst du jetzt Selbstständigkeitstau? Keine Selbstständigkeit mehr? So? Auf jeden Fall nicht. Oder was ist dein Plan? Diese Unsicherheit, die mit Frauen verbunden ist, ist doch nur eine Widerspiegelung der Unsicherheit im ganzen Leben. Frauen ist die Mikroebene, die untere Ebene. Und die überliegende Ebene ist das Leben. Das spiegelt es wunderbar wider. Und dein Umgang mit dem Leben spiegelt auch wunderbar deinen Umgang mit den Frauen wider. Je besser du in dem einen bist, desto besser bist du auch in dem anderen. Ja, diese Verrücktheit, diese
Unberechenbarkeit der Frauen ist die Unberechenbarkeit des Lebens. Lerne dich damit auseinanderzusetzen. Lauf davor nicht weg. Ich finde das den absolut falschen Weg. Ich kann niemandem diesen Weg empfehlen. Jeder muss machen, was er will. Aber ich kann das nicht empfehlen. Ich kann es nicht empfehlen, in diese Negativität zu gehen, in dieses Aufgeben, in dieses alles ist scheiße, alle Frauen sind schlecht. Du fängst damit an und diese Negativspirale, die du dadurch in Gang setzt, setzt sich in andere Lebensbereiche mit fort. Diesen Hass, den du auch mitnimmst, der setzt sich in andere Lebensbereiche mit fort. Und schon hast du ein ungeileres Leben als vorher. Das ist das, was ich sagen kann zum Thema MGTOW. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist interessant, aber ich kann diesen Lifestyle einfach niemandem empfehlen. Und damit möchte ich das Video auch schließen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ist ein interessantes Thema. Lasst uns gerne darüber diskutieren. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video dazu, wenn ihr jetzt viel kommt in den Kommentaren. Wir sehen uns übermorgen wieder im Video. Bis dahin einen geilen restlichen Pfingstmontag. Bis übermorgen. Ciao.